Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ja, der Dude kann jetzt auch mal ein bisschen bei mir mit auf dem Channel mithallorisieren. Ja, das freut das ihn bestimmt. Und mich freut vor allem, dass es jetzt weitergeht. Ich mute mich mal. Okay, gut, wir versuchen jetzt hier gerade noch bei Geo Mongo definitiv hier dieses, den einen Baum zu bekommen. Okay, den haben wir bekommen, das ist schön. Können wir uns auch hier direkt gleich mal wieder zurückziehen. Tja, wie gesagt, er hätte halt nicht. Noch ein Gebäude fertig gefällt. Noch mehr Ortkrieger. Er hätte sich halt nicht mit mir anlegen sollen. Mach dich nützlich. Das Lager wird angegriffen. Wir werden dann fertig. Hat aber auch hier verdammt viele Einheiten, obwohl er eigentlich nicht so viele hätte haben dürfte. Krass. Also mit diesen ganzen Fähigkeiten dort, das ist schon echt heftig. Schnell weg von der Mine! Haltet euer Werkzeug bereit! Das Zelt geht aber auch so schnell platt, ne? Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich verliere gerade. Also, es ist unglaublich, ne, wie er das halt jetzt hier gerade geschafft hat, ne. Das ist wirklich, ich muss wirklich sagen, das ist wirklich unglaublich. Upgraded gerade, das ist schön. Machen wir mal den Move hier. Habt ihr das gehört? So, hier sind die ganzen Holzfäller am Stissel. Okay. Hier fertig macht, ne? Das ist unglaublich. Und dabei hat er so wenig, Rohstoffgebäude. Alter, das ist halt unglaublich. Tut mir leid. Das ist nicht schön. Wir
Er ist halt komplett im Lager bei mir drin. Okay. Level 1. Ihr werdet nicht gefaulet. Noch mehr Ortkrieger. Festung ist gleich weg. Damit bin ich gleich weg. Raus aus dem Gefecht. Wow. Das gibt es einfach nicht, ne? Also. Das ist schon arg heftig, muss man wirklich sagen. Okay, das war's. Wow. Okay, krass. Damit bin ich als erstes raus. Wow, muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommen hat. Er hat hier wirklich so krass wenig an Rohstoffen. Er hat hier wirklich nur 1, 2, 3, 4... 5, der eine war sogar weg gewesen teilweise, er hat insgesamt 5 von diesen Rohstoffgebäuden und das geht gar nicht, also sorry, das ist echt wenig, da hatte ich halt deutlich mehr, oder wie war denn der Black hier, gucken wir mal, 1, 2, 3, 4, Black ist er ausgestattet, ist er noch mehr ausgestattet, ja teilweise, ne? Ja, das ist halt echt krass. Ja, naja, wie dem auch sei, ne, wir schauen mal, ne, was er da jetzt macht. Er baut sich jetzt hier oben erstmal ein Stück weit wieder auf. Und kann jetzt im Grunde genommen halt dieses Gebiet halt nutzen. Hier sieht's halt so aus, als wenn, ja, der Black wird sich jetzt halt erstmal sammeln, ne, wird vermutlicherweise jetzt gleich direkt auf Geomongo halt versuchen zu gehen. Und wird somit natürlich auch seine Strategie halt ein Stück weit ändern, jetzt, weil ich raus bin. Ne, hatte Geomongo konnte sich natürlich auch ein Stück weit dann halt auf mich konzentrieren, hatte wenig Feuer von Black halt selbst bekommen gehabt. Er hier, Slacks. Ah, Slacks ist auch fast weg. Slacks auch fast weg, ja. Das heißt, im Grunde genommen bleiben dann noch. Ah ja, genau, richtig. Black geht jetzt hier auf Geomongo, der dürfte aber noch, muss man sagen, der dürfte noch ein bisschen geschwächt sein jetzt auch, weil er relativ viel dafür investiert hat, mich aus dem Spiel zu treiben. Ja, auch hier schon wieder, ne? Auch Black wird hier auch. Seine Armee ist halt eigentlich, war seine Armee stärker gewesen. Er wird aber zurückgedrängt. Also für den Moment, also das ist schon ganz schön heftig, ne? Muss man sagen. Oben sieht es jetzt mittlerweile so aus, er kann es scheinbar noch ein Stück weit verteidigen. Da konnte ich ja auch nochmal den Wächter zünden, da kam ich ja gar nicht zu Fach mit dem Wächter. Hatte ich ja überhaupt keine Chance gehabt mit dem Wächter. Wir können ja mal bei den Spielern mal ein Stück weit durchschalten halt, ne? Also die können ja mal, also das ist er hier oben, ne? Er hat 3 Fähigkeiten, ne? Okay. Gut, wir gucken mal hier unten, das hier ist, okay, das ist er. Er hat jetzt... Oh, er hat schon deutlich mehr Fähigkeiten. Okay. So, hier die düstere Waldbogenschützen hat er sogar hier mit am Start. Okay, er heilt hier damit seine Einheiten halt nach oben, ne? Und wartet dann halt ab. Dann hat dann halt die Stufe 5 Einheiten. Ne?
Ah, okay, das wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee, ne? Aber das Ganze hat halt, ja, seine ganzen Fähigkeiten, ne, die er sich da hat, die er da hatte, haben's halt für mich nicht einfach gemacht. So, Rot lebt hier zumindest schon mal wieder. Also Slacks. Aber Black ist da jetzt auch schon wieder unterwegs. Machen momentan aber auch, passiert momentan wirklich relativ wenig, wobei Geomongo geht hier auf jeden Fall auf der unteren Seite mal in die Offensive. Zieht sich hier aber auch schon wieder ein Stück zurück. So. Ja, ja, das. Ja, voll ausgestellt. Ja, also. Das ist schon echt heftig, ne? Und damit ist Blacks Armee komplett weg. Wow. Also auch Black hier in dem Moment, also wie gesagt, auch Black hier ohne irgendwie großartige Probleme. Das ist schon echt heftig. Jetzt hier wirklich mit vielen Problemen. Der Black hat's erwischt. Black wird's erwischen, oder? Das, ja, das sage ich ja jetzt schon. Guck dir das an, wie schnell das runtergeht. Das ist unglaublich. Es ist halt echt unglaublich. Black ist gleich tot. Ey, Black stand halt deutlich. Stand auch noch ein Stück weit besser da wie ich. Das ist unglaublich, ne? Der ist weg. Black ist weg. Alter. Okay, das ist echt heftig. Das ist halt richtig krass heftig. Gut, hier konnte noch mal ein bisschen was zerstört werden. Aber im Grunde genommen, wenn er jetzt hier schon die Nachproduktion wieder anstrebt, was macht er denn überhaupt? Strebt er hier die Nachproduktion an? Nee, er hat nur, hat noch einen Helden, hat er noch nebenbei noch mal rekrutiert. Hier mit dem. Wir gehen mal auf die Karte, wo wir vollkommene Übersicht haben. Wo war das gewesen? Hier, das war die Karte mit vollkommener Übersicht. Okay. Guck dir das an, ne? Der hat hier wirklich nur 1, 2, hier fast keine Einheiten. Und da knallt dir trotzdem so eine rein, ne? Älteres. Guck dir an, wie der. Ja, der macht fast gar keinen Schaden. Zieht er sich hier an der Stelle zurück oder wie macht er das jetzt? Der haut halt einfach die Festung weg. Tja. Der haut einfach die Festung weg, ne? Zieht sich hier aber nochmal zurück. Warum auch immer. Sammelt sich hier wahrscheinlich nochmal ganz kurz. Ja, Black hat sich's intelligent gemacht, hat nochmal woanders aufgebaut. Ja, also konnte auch nochmal woanders aufbauen, aber ja, okay, hier hat er nochmal Einheiten stehen. Also Rot ist mittlerweile, Slacks ist mittlerweile auch gleich weg. Muss man auch so sagen. Slacks ist gleich weg.
Also da hat man, muss man wirklich sagen, ne, wirklich Gegner bekommen, die, oder Spieler bekommen, die auch auf jeden Fall sehr, sehr stark sind, ne. Rot ist jetzt weg. Der ist jetzt auch weg. Und Black wird auch gleich weg sein. Ja, da würde jetzt erstmal hier unten, würde sich das erstmal noch gönnen. Aber er hat halt trotzdem, er hat so viel hat er gar nicht, ne? Er hat jetzt gut die Helden, ne, mittlerweile. Der zieht seinen Baumeister dort in. Okay, gut, das ist echt heftig. Wie gesagt, das habe ich auch noch nicht so erlebt, ne? Das, aber der Black, der hat echt. Aber da muss ich wirklich sagen, ne? Ich meine, ich bin ja nicht schlecht, ne? Der Black ist mir allerdings, muss man so schon sagen, taktisch nochmal einen Ticken überlegen, ne? Aber er hatte hier gegen Geo in dem Moment wirklich keine Chance. Man muss wirklich sagen, keine Chance. Wir haben, und das muss man halt so nochmal sehen, dass man, also wenn das wirklich ohne irgendwelche Zusatzmods ist, ne, ich will da jetzt hier auch großartig jetzt nichts sagen, aber irgendwie steht das Gerücht halt ein Stück weit im Raum, ich weiß es halt auch nicht, aber es ist halt schon ultra, ultra krass halt, ne, weil man hat jetzt hier war eine Situation gewesen, der Black kam mit einer größeren und meines Erachtens stärkeren Armee und wurde weggehauen, ne, selbe Situation hier mit diesem Elbengedöns, ne, diesen Elbenring und halt zum Bombardier und wurde wirklich, er wurde einfach, ne, er wurde nicht nur weggehauen, er wurde einfach vernichtet, ne, er wurde vergewaltigt, so muss man das wirklich so sagen halt, ne, und er, da stand wirklich gar nichts mehr halt, ne, wo man halt eigentlich sonst bei den Armeen halt, wo man sonst eigentlich sagt, okay, gut, das ist halt 50-50, ne, vielleicht. Denn für diese Folge ist Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, bis denne, tschüss.